So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum Tagtraum 1998. Jawohl. Tja, warum bin ich hier beim letzten Mal nicht rausgekommen? Weil ich einfach nicht der Tür es verdeutlicht genug habe, dass ich hier gerne raus möchte. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum ich da jetzt nicht rausgekommen bin. Da muss aber noch gegenlaufen. Okay. Ich wette, jetzt werden uns hier albtraumhafte Gestalten gegengeworfen. Denke ich mir mal. Ein Garten. Er schon wieder. Er ist so heftig, der Typ. Bleib liegen! Ah! The Tyrant! Ja, so einen spitzen Fingernägel hier, der Kollege, ne? Meine Fresse, du. Der erinnert mich an den Gehäuteten von Seven Days to Die. Der rennt ja auch so schnell. Hier noch irgendwie Gegenstände hier am Start? Psychotropfen. Was? Ja. Warte mal, können wir nicht irgendwas anderes nehmen dafür? Nehmen wir mal so ein Energieriegel. Sehr gut. Und Dinger, und ich meine Munition liegen zu lassen, finde ich echt eine ganz beschissene Idee. 44er Magnum Motivation. Ja, wir haben ja auch eine 44er Magnum. Also von der träume ich nicht mehr, aber die, ja. Die befindet sich in meinem verwirrten geistigen Kopf. Was zappel ich denn da eigentlich? Ja? Oh, warte. Oh. Wenn es mal juckt, ne? Aber da läuft auch echt so der Schweiß bis zum Arsch runter, ne? So warm ist das hier. Ich weiß nicht, gut, überall irgendwie in Deutschland Naturkatastrophe und bei uns ist hier wirklich richtig heftiger Sommer. Richtig so Tropen. Quasi Karibik. Das ist schon bei uns seit Wochen tatsächlich so. Also wir hier im Norden haben hier richtig, richtig seit Wochen richtig Sommer. Das ist schon schön mit Stränden und so, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Dr. Professor. Capri-Sonne. Oh. Ja, das ist dann halt so. Also Capri-Sonne kann man ja auch gerne mal liegen lassen. Bei Munition tut man sich immer schwer. Wieso heißt es jetzt eigentlich Capri-Sun? Ich finde Capri-Sonne, es hieß immer Capri-Sonne. Und das bleibt irgendwie für mich auch immer Capri-Sonne, ne? Capri-Sun, warum? Warum wird sowas geändert? Ach, hier, Uschi. Oh, Zombie. Digga, da läuft ein Zombie. Ja, jetzt träumen wir uns schon von Zombies hier, doch. Der Boden, der knuspert. Der Knusperboden. Oh, satisfactory work, Mr. Walker. Well played. I wasn't quite sure you'd make it. Yeah, thanks for the vote of confidence. Now let me in. No. No, 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 no. Hang on a minute. Indeed, you've proven yourself somewhat trustworthy.
simply can't waste such a talent. I have another task for you. What the fuck, man? Listen, I ain't parading around your hospital risking my damn life chopping corpses for you. I see. But didn't you say you came here to collect something from my latest patient? Now that doesn't leave you much of a choice, does it? So let's cut the chatter and get back to the task at hand. First, you do something for me. Then I do something for you. Doc, I hope for your sake that son of a bitch is really in there. Cause if he ain't, and you're riding me like a donkey, I'm gonna tear you a new one. As tempting as that sounds, I'm afraid you'll just have to trust me, Mr. Walker. Let me assure you, however, that I am a man of my word. Heh. So what in the fuck should I do this time? I want you to take this key. You can use it to access the lower levels of the building. There you'll find a door that looks surprisingly similar to the one your device unlocked. By now you should have a clear idea how it works. Once inside, I'll explain the rest by radio. Have a nice walk, Mr. Walker. Der macht sich immer über unseren Namen witzig hier. Das ist ein Lümmel. Das ist ein Schlüssel. Oh, nee. Ach, komm schon. Na. No. Dass man es auch nicht anders unterladen kann. Man müsste irgendwie hier eine Dingserweiterung haben. Mach die Tür auf! Eine Inventarerweiterung. Wo war das denn nochmal, dieser Fahrstuhlbass da? Ja, ich glaube ja, ne? Have a nice walk, Mr. Walker. So. Im Fahrstuhl angekommen. Ja. Also das finde ich so ein bisschen blöd, ne? Da, wo mein Dings hinzeigt, meine Spitze von meinem, sag mal, mein Laufen zeigt, und da, wo das Aiming-Dings ist, das stimmt überhaupt gar nicht überein. Michael Jordan! Nicht, doch nicht. Doch, klar. Michael Jordan. Ein Keksautomat. Nicht befüllt. Ah, oh, ja. Schon ziemlich schlecht im Krankenhaus hier. Ne? Oh Gott. Unweigerlich muss ich daran denken, dass es bei Resident Evil Zombie-Hunde gab. Aber hier gibt es auch noch Zombies. Okay. Dann können wir auch lange nicht von hinten kommen. Oh! Voll so ein Graffiti an die Wand gesprüht mit Gehirnflüssigkeit und Blut. Aber das mag er gerne. Er steht auf Kopfschüsse. 3 Stück hat er jetzt gekriegt und er steht immer noch. Nee, jetzt fällt er. Ich hatte gedacht, der hier wacht auch nochmal auf hier. Zombie, zombie. It's in your head. In your head. Nee, irgendwie war das anders, ne? Das Personalausweis für das Krankenhaus, bla bla bla, kuh. Da, ein Überbrückungskabel, lalal. Wofür brauchen wir diese? Haben die, können die, machen die selber? So Reparaturen an so einem Krankenwagen? Im Krankenhaus? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe mal von aus, die Wände, es gibt Werkstätten dafür, ne? Hier sogar mit Spritdingstank und Bumsen, Alter. Digga, das ist hier so richtig so ein Betriebshof. In der Tat voll. Deine Mutter ist voll. Oh, knirsch. Moin. Eigentlich wollte ich mal ganz kurz die Schrotflinte ausrüsten. Ich habe hier so ein mieses Gefühl, ne? Alter, was bitte? Ist es jetzt nur so, damit mir nicht langweilig wird, die Musik, oder was?
Nee, nee. Oh, komm schon, Munition liegen lassen. Muss das sein? Was haben wir denn so oft? Warte mal. Was ist denn das? Gesundheitsflüssigkeit. Psychotropfen. Wir brauchen jetzt mal ein paar Psychotropfen. Da wir sowieso Matsch am Paddel haben. Wie gesagt, Motivation liegen lassen ist eine ganz, ganz schwierige Sache. GK-22 Hohlspitzgeschosse. Mach die Tür auf, du kleine Maus. Uiuiui. Haben wir nicht gerade Psychotropfen genommen, damit uns das nicht passiert? Digga, es hört dir nicht mehr auf. Entspann dich wieder, Junge. Das gefällt mir nicht. Was sind das hier für Geräusche? Kopf weg. Ach je, was weiß ich. Warte mal, kann ich das auch überspringen? Nee. Geht ja nicht alles, ne? Muss ich wahrscheinlich... Ah, guck mal hier, Akt X, I want to believe. Dieses Poster, Alter, mit dem UFO. Hat Mulder immer in seinem Büro aufgehangen gehabt, weil er ja so auf den Aliens geglaubt hatte. Wer kennt nicht die guten alten Folgen Akt X? Cooper Audio-Protokolle. Aber das war ja damals ja auch alles sehr nah. Auch das mit dem Michael Jordan-Poster gerade. Das war ja alles 98, ne? Wo die Chicago Bulls dann nochmal Champion geworden sind. Ich glaube, das letzte Mal mit Michael Jordan, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann, Akte X, die 90er, ne? War ja dann lag auch nah. Das war damals auch ein Poster, das konntest du überall kaufen, ne? Doc, I'm here. It looks like an... Genau. Ansteckende Krankheiten. Und das sind zu viele. Und in der Entbindungsstation. Sacred Heart wurden von einer mysteriösen Krankheit befallen. Wurden bla 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 blub blub. Die eingewiesene... Immer so lesen Part, fängen die Leute hier drin irgendwie, ja, irgendwelche fremden Menschen, die in der Wohnung sind, fängen immer dann an zu quatschen an, weißt du? Geht nicht. So angewiesen von unter die Schwangerschaften wiesen. Gleichzeitig sind Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe und in schweren Fällen auch Ohnmacht und vorübergehende Lähmung. Auf während der offiziellen Krankenhaus warten bitten. Freunde warten Einrichtungen, Personen und jegliche Neuigkeiten über den Zustand ihrer Liebsten und ungeborenen Babys mitzuteilen. 52, ey. Das Sacred House, unser Rathaus, von 3 Tage Spekulation nach einer mysteriösen Krankheit in den Bundesstationen Sacred Heart und Behörden in der Stadt endlich neues Licht auf die Angelegenheit geworden. Gestern spätabends, wurde spontan eine Pressekonferenz im Rathaus abgehalten, bei der der Marshall Doan und der Bürgermeister bestätigen und den Epidemie. Okay. Okay. Ich müsste, glaube ich, mal die ganzen Leseparts einfach mal rausschneiden, glaube ich. Damit das irgendwie... Das ist viel zu lang einfach und belanglos. Also es hilft uns, hier sind keine Passwörter oder sonstigen Kram irgendwie versteckt. Das sind nur Info über die Story eben halt so ein bisschen. Oder was da mal wohl passiert ist. Precisely, Mr. Walker. Keep the chatter to a minimum, though this time you won't have to shred corpses. Just park your tush in that chair by the PC and initiate the archive self-destruction sequence. The process should be rather simplistic. That is all. Was? Ja. Wir bestätigen einfach.
Da. Weil, muss ehrlich gestehen, ich habe momentan nicht so wirklich Bock, mir den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen, was in diesen Rätsel da irgendwie vor. Ist zwar ein doofes Durchspielen, denn, aber ist halt so. Ah, sollen wir den ganzen Scheiß jetzt hier zurückbringen, oder was? Nee, wir haben ja nichts aufgesammelt, oder? Explodiert da drin, okay. Ja, wir hatten ja auch einen Selbstzerstörungsmechanismus gestartet. Was? Immerhin nagen die Zombies nicht an uns, ne? Sondern kotzen uns einfach nur voll. Ganz mieses Gefühl hier. Aha, berechtigt. Ui. I. Pfui, bäh. Wer ist er denn? Ach du meine Güte. Wo ist denn der? So schnell? Ei! Ja, der hat nachgevogelt. Hab ich ihn kaputt gemacht? Digga, das war's. Kehre zum Doktor zurück. Ja. Ganz im Ernst? Da fand ich diese anderen, die diese Tyrants, die da rumlaufen, die fricht ja heftiger. Er war ja nur langsam und man konnte ja gut treffen. Wie viele Magazine? Zwei Magazine, dann war es da schon. War jetzt nicht besonders schwer, fand ich. Ah, ich traue hier niemanden. So, Dr. Professor. Hier bin ich. Hey, Doc. I'm out here. Now let me in. Oh my, Mr. Walker, welcome back. You have indeed proven yourself reliable. I must admit, I couldn't have done it better myself. Listen, man, I almost died covering up the shit you people have got hidden in here. The shit you're a part of, Doc. I thought your job was to save lives. Not destroy them! Do not presume to lecture me, Mr. Walker. I will not be scolded by the likes of you at a time like this. It boils down to business, money, and power. Money and power! The company has more of than banana. You can begin to fathom. But I'm still useful to them. They'll come for me eventually. They'll come for me because I, too, am reliable. And that is exactly why you and I have one last task to complete. Ah, fuck you, man! Fool me once, shame on you. Fool me twice. Well, I can't get fooled again. I'm done! Just shut it and listen. An acquaintance of mine, Dr. Kimball, went missing and out of radio contact while carrying out an important job. He did, however, re-establish the signal just a few minutes ago. From what little I gathered, we've only got a few minutes to save his life. And who better than reliable you to rush to his aid, hmm? Complete this one final task for me, and I will gladly throw open this door and invite you to inside. Let me reassure you, Mr. Walker, that I am a man of my word. Fucking hell. All right! But that's it! If you don't open the door next time, I'm gonna find a way in there. And you ain't gonna like it. That won't be necessary, Mr. Walker. Dr. Kimball seems to have locked himself in the east wing of the facility. Ah, yeah. I'm not sure how long he'll be safe there. So please, rescue him as quickly as possible.
Good luck. Okay. Huch. Das ist ein Krankenhaus. Oh, mein Gott, gib mir doch mal Chance, das anständig zu lesen. Entbindungsstation. Ich komme hier immer noch rüber, ne? Die Entbindungsstation. Da gab es doch Krankheiten, ne? Ostflügel, war denn der eigentlich nochmal? Gab es da irgendwie eine Tür, die noch nicht... Nein. Da kamen wir gerade. Hier sind wir auch irgendwann mal hergekommen. Ich erinnere mich gerade daran, dass es hier eine Tür gab, die wir nicht aufschließen konnten. Was die hier vielleicht? Nein, nein. Nein, nein. Die war es nicht. Wow, was für ein gigantischer Drucker, hör mal. Ei. Ui. Läuft das schon wieder auf diese Schiene? Hier war das die Tür da hinten, oder? Haben wir keine Motivation dafür mehr? Oh, ist es schlecht. Hier war noch eine Operationssaal drin. Das war das Dingens. Aber die Entbindungsstation ging doch darunter, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's jetzt schon wieder völlig vergessen. Nun, offensichtlich bleiben tote Zombies ja auch tot. Die wir schon getötet haben. Oh mein Gott, das sieht gar nicht so gut aus mit unserer Mutation hier. Mutation. Genau so kommen wir wahrscheinlich rüber. Auf die andere Seite. Liegt ja immer noch da der Vogel? Nö. Den hat jemand zwischenzeitlich schon mal weggeräumt. Oder läuft jetzt also als Dauergegner hier in diesem Spiel rum? Ich meine, wenn das alles gerade erst passiert ist, ne? Diese ganze Apokalypse und so hat alles gerade erst passiert. Warum sieht das hier schon alles aus, als wäre es das letzte Mal vor 20 Jahren irgendwie mal in Betrieb genommen? Der Putz 10 Kilometer weit von den Wänden abgebrosselt und alles, das kann doch nicht sein. Ach ja, hier braucht man den Schlüssel. Ich weiß wieder. Hab ich doch! Ich hab doch einen scheiß Schlüssel mitgenommen, oder nicht? Wow, was? Nur 59% Leben? Ich hab doch einen Schlüssel. Ich hatte doch einen scheiß Schlüssel. Hab ich den nicht mitgenommen? Doch, da! Es ist ein scheiß Schrankschlüssel. Oh, Krankenhaus E2. Oh mein Gott, nein! Wie kann das sein? Scheiße, ehrlich mal. Voll Kacke und ich bin im Keller und nicht im E2. Oh mein Gott. E2? Schrankschlüssel. Weil so ein mega Korridor, ne? Und RGT macht ja echt Nordic Walking, ne? Hilft nicht, ne? Wenn man sich so weit verfranst hat. Die scheiß Tür auf der jetzt. Ich fragte mich jetzt gerade, ne? Wenn das jetzt so... Wenn das jetzt... Mach doch die Tür zu. Wenn das jetzt ein Bossgegner war, ne? Mit diesen Schwertarmen da oder er hatte eine Klinge als Arm, dann frage ich mich, wozu er die Klinge hatte, wenn er so ein Fernkampfgegner gewesen ist. Er war langsam. Er hat die ganze Zeit mit seinem Zeugs rumgerotzt. Dann frage ich mich, wozu er denn so eine Klinge an der Hand hatte. Wahrscheinlich, um gruselig auszusehen oder so. Das will ich mir gar nicht vorstellen. E2. Lass mal kurz gucken, wo wir uns jetzt befinden. Mich jetzt verkackarschen? Ach so, dann muss ich wieder hoch, ne? Wieso E2? Hätte ich dir mal zugehört, ne?
Krankenhaus E2. Oh, hi. Also ich will mir nicht vorstellen, dass der nochmal wieder aufwacht, der Kollege. Macht er auch nicht. Er blutet gerade sauber aus. Da ist eine Spritze noch. Jetzt mal. Würde dann der da... Würde ich ja vermuten, dass es da hochgeht, ne? Aber es ist es eben, man kann... Floor One. Man kann sich da, man hatte eben gerade... Also ich hatte gerade gar keine Zeit gehabt, das zu lesen, was da stand. Fand ich jetzt so. Das fand ich jetzt total ungerechtfertigt. Das ist auch alles scheiße. Jetzt machen wir eine kleine Expedition durchs Krankenhaus. In der Hoffnung, dass ich weiß, wo der zweite Stock ist. Schrankschlüssel verwendet. El Bingo. Ja, schön. Der GK22-Dings da. So. Haben wir hier ein Dings gefunden. Das ist auch, das hört sich immer an, als wäre es hier Teppichboden. So, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Jetzt haben wir schon mal zumindest gefühlt den ersten Endgegner. War es der erste Endgegner oder war dieser Tyrant der erste Endgegner? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal gefühlt den ersten Endgegner platt gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao.